es ist so chill, wie die Sonne gerade zur Zeit scheint. Das ist wow. Also mit der Sonne ist der Winter einfach doppelt so schön, wirklich. Wir gehen gleich auf einen Aussichtsturm und versuchen den Sonnenuntergang zu catchen. Mal schauen, ob das klappt. Aber ich denke schon, weil die Sonne heute so unnormal schön ist. Auf der Jagd nach Polarlichtern. Ja, anscheinend kann man die hier gerade sehen. Die App zeigt an, dass man die auf jeden Fall sehen kann. Ich glaube, ich habe sie gerade verpasst. Bin mir nicht sicher, ob das welche sind oder ob das einfach nur Nebel ist. Aber das sieht schon so aus. Oh mein Gott, ich glaube, ich sehe sie. Oh mein Gott. Lava. Oh mein Gott, ich habe gerade wirklich Polarlichter gesehen. Gar nicht. Oh mein Gott, die waren wirklich nur ganz, ganz klein, aber das waren wirklich Polarlichter. Die waren so leicht grünlich. Okay, Polarlichter-Catch Teil 2. Es ist 9:30 und ich bin nochmal rausgegangen, weil anscheinend ist es gerade richtig krass und ich versuche, die nochmal zu sehen. Ich muss leider immer so 5 Minuten laufen, damit ich einen guten Spot habe. Boah, ich kann sie jetzt einfach schon sehen. Geil, 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 geil. Mit den Polarlichtern ist auf jeden Fall ein ganz großer Traum von mir wahr geworden. Ich wollte die schon immer mal sehen. Und auch wenn das jetzt nicht die größten, spektakulärsten waren, mein Herz war wirklich so erfüllt davon, dass ich die gesehen habe. Und ich finde es einfach so toll, was man alles im Winter in Finnland erleben kann. Wir waren dann zum Beispiel auch Snowboarden, was einfach so cool und episch war. Und ich bin einfach so dankbar dafür, dass ich das hier alles erleben kann. Guten Morgen. Manchmal wird es einfach nicht heller als das. Das sieht jetzt noch hell aus in der Kamera, aber in echt ist es einfach mega dunkel. Also hier an meinem Fenster sieht alles super hell aus. Aber hier sieht man, wie dunkel es eigentlich wirklich ist. Und das gleiche in meiner Küche auch. Einfach super dunkel. Also das mit dem Barista, das üben wir noch. Seit gestern ist das Wetter hier ziemlich warm. 2 Grad. Das heißt, der ganze Schnee schmilzt. Und ich finde, das sieht gar nicht schön aus. Es ist so traurig, jetzt hier zu laufen. Die ganzen Wege sind voller Matsch und Wasser. Aber ich verlasse jetzt trotzdem das Haus für heute und gehe ein bisschen in die Stadt, weil ich habe ein paar Sachen, die ich einkaufen möchte. Beziehungsweise wirklich Sachen, die ich brauche diesmal. Genau. Bei dem Wetter draußen trage ich lieber meine Outdoor-Schuhe anstatt meine schöneren Schuhe. Einfach um in dem Matsch zu laufen, sind die einfach besser, finde ich. Wenn ich rausgehe, darf eine Sache nie fehlen, und zwar einmal ein paar dünne Handschuhe und meine Mütze.
Es ist so krass, wie sich das Wetter ändern kann vom einen zum anderen Tag. Und heute schneit es einfach wieder. Und es ist super schön draußen. Und der Weg ist auch endlich wieder weiß und nicht mehr matschig. Als wir am Freitag im Moomin Museum waren, habe ich mir dieses Sketchbook gekauft und mein Ziel ist es jetzt, jeden Tag eine kleine Zeichnung zu machen. Das ist meine erste Zeichnung bisher und meine zweite Zeichnung. Ich versuche einfach ein bisschen kreativer zu sein, I guess, und ein bisschen mehr wieder zu zeichnen. Und wenn ich schon von Museum spreche, wir gehen jetzt wieder in ein Museum, und zwar in so eine Art Gallery. Und da mache ich mich jetzt für fertig. Heute ist es übrigens minus 2 Grad, aber ich finde, es fühlt sich immer kälter an, als es eigentlich ist. Wegen dem Wind. Und ja, heute ist es etwas bewölkt. Deswegen perfektes Museumswetter. Im Museum war es einfach richtig schön und richtig inspirierend. Und wenn ich morgens hier so ein bisschen Yoga mache oder so, gibt es einfach nichts Schöneres, als diese Aussicht zu haben und auf die Bäume und auf den Schnee zu schauen. Das ist einfach so traumhaft. Ich liebe es richtig. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie so einen langen, weißen Winter mit so viel Schnee. Und es ist definitiv anders. Aber richtig schön, auch wenn es diese grauen, tristen Tage gibt und das auch teilweise sehr lange. Aber im Endeffekt realisiert man dann, dass es so die kleinen Dinge sind, die kleinen Details, auf die man achten muss. Deswegen mein Reminder, achtet auf die kleinen Dinge. Und ich glaube, das war's jetzt für das Video.